Hallo, willkommen zu diesem Video in eigener Sache. Die Erpressungsmethoden des Jugendamt Alb-Donau-Kreis habe ich ja jetzt schon in zwei Videos beleuchtet. Ich habe einmal über das Geschehen im April 2018 berichtet, wo das Jugendamt der Mutter empfohlen hat, die Kinder von mir fernzuhalten, weil ich mit den Kindern über das Wechselmodell, also die Erziehung von Kindern in Gleichberechtigung 50-50 durch beide Eltern geredet habe. Und dann nochmal im Juli 2019, als das Jugendamt sogar eine Fremdunterbringung der Kinder erwogen hat, falls der vom Jugendamt zu verantwortende angebliche Elternstreit eskalieren würde. Und heute geht es noch um eine dritte Sache. Und zwar hat das Jugendamt Alb-Donau-Kreis am 1. Oktober 2019 am Amtsgericht Ulm dem Gericht vorgeschlagen, dass für mich ein Vormund eingerichtet werden soll und ich das Sorgerecht für alle vier Kinder verlieren soll, weil ich mit denen übers Wechselmodell rede und mit der ältesten Tochter, die ja seit Mai bei mir lebt, dies auch machen würde. Das heißt, das Jugendamt findet es so schädigend und so gefährlich für das Kind, das bei mir lebt, die mittlerweile 12 Jahre alt ist, wenn ich mit ihr über die Erziehung in Gleichberechtigung, also eine verfassungskonforme Erziehung rede, dass man mich quasi völlig entrechten will, mir jemanden vorsetzen will, der anstelle von mir entscheidet, was mit der 12-jährigen Tochter geschieht, und man will mir das Sorgerecht, alle Rechte wegnehmen. Warum? Weil ich das Kind verfassungskonform erziehe? Ja, genau deshalb. Das Perfide daran ist, dass das Jugendamt Alb-Donau-Kreis hier eine Erpressungsmethode durchzieht, die völlig am Kindeswohl vorbei ist und am Wille der Kinder vorbei ist. Die älteste Tochter hat mehrfach schriftlich, eigenhändig und dem Gericht gegenüber mündlich mitgeteilt, dass sie und ihre drei Geschwister im Umfeld der Mutter eingeschüchtert wurden, damit sie dem Gericht sagen, sie würden bei der Mutter leben wollen. Sie haben das immer nur unter Druck gemacht, nie freiwillig. Das wissen die Richter am Amtsgericht Ulm und OLG Stuttgart. Das weiß das Jugendamt Alb-Donau-Kreis. Niemand tut etwas. Niemanden interessiert die Wahrheit. Alle wollen an der Lüge festhalten, dass es schädlich sei, wenn Kinder erfahren, dass sie das Recht haben, bei beiden Eltern zu leben, dass es im Grundgesetz drinsteht. Sowas will man im Alb-Donau-Kreis durch das Jugendamt am Amtsgericht Ulm und Oberlandesgericht Stuttgart verhindern. Man will hier mich mundtot machen und den Kindern eine Erziehung verwehren, die verfassungskonform ist. Und das Jugendamt Alb-Donau-Kreis hat am 1. Oktober in der Verhandlung am Amtsgericht wieder versucht, mich zu erpressen, indem sie im Grunde sagen: Wer nimmt dir deine Kinder, wenn du weiterhin sie im Sinne des Grundgesetzes erziehst und ihnen sagst, sie haben das Recht, bei beiden Eltern zu leben, in Gleichberechtigung erzogen zu werden? Das Wechselmodell ist im Alb-Donau-Kreis, wird wohl vom Jugendamt als eine derartige Gefahr gesehen für den wahrscheinlich faschistoiden Mutterglauben, die faschistoide Mutterverherrlichung, die Staatsräson, die das letzte Mal vor 1945 galt, nämlich dass Kinder zur Mutter gehören. Was ist hier los? Warum wird ein Vater vor Gericht derart erpresst? Nicht nur einmal, zweimal, dreimal habe ich euch jetzt in Videos erzählt, was da geschehen ist. Es gibt noch mehrere Fälle der Erpressung durch das Jugendamt Alb-Donau-Kreis, auch der Gerichte. Ich werde sie alle jetzt öffentlich machen. Danke fürs Zuschauen und wenn ihr benachrichtigt werden wollt über neue Videos, dann abonniert den Freifam-Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr über alle neuen Videos benachrichtigt werdet. Danke fürs Zuschauen. Ciao zusammen.